Im Internet kann ich ja mich mit meinem Klarnamen anmelden. Also in meinem Fall wäre das Nina Oberländer. Oder ich kann mir auch ein Pseudonym aussuchen, sowas wie Bootsfrau 2000. Wozu würdest du mir denn da raten? In der Regel ist ja der Klarname das gängigste. Allerdings sind am Klarnamen vor allen Dingen die Plattformanbieter interessiert. Das heißt Facebook oder Google oder, weiß ich, Magazine oder Zeitschriften, Zeitungen, die ihre Kommentarspalten dadurch gerne sauber halten möchten, sozusagen, dass sie Trolle ausschließen, indem sie sagen, wer mit seiner echten Identität kommentiert, wird auch weniger dazu verleitet, irgendwelchen Unsinn zu schreiben und zu trollen. Insofern sind die natürlich stark daran interessiert, dass Klarnamen genutzt werden sollten. Gibt es denn Situationen, wo du sagen würdest, da sollte ich einen Klarnamen vermeiden? Schon. Es gibt bestimmt so ein paar Risikoberufsgruppen. Wenn man als Journalist verdeckt recherchieren möchte, dann empfiehlt sich das sicherlich auch. Wenn ich Angst vor Verfolgung habe, sei es jetzt Ehefrauen, die von ihren Männern geschlagen wurden oder sowas, also die werden sicherlich nicht unbedingt mit ihrem Klarnamen im Netz auffindbar sein wollen. Ein anderer Punkt kann aber sein, wenn ich einen Namen habe, der sehr häufig vorkommt. Zum Beispiel, wenn ich Sabine Müller heiße oder Andreas Meyer, dann kann es schon sein, dass ich mir auch da irgendwas überlegen muss, damit ich bei Xing nicht der 97. Andreas Meyer bin. Also das können alles Fälle sein, wo man eventuell erwägt, ein Pseudonym zu überlegen. Der dritte Fall ist dann nämlich tatsächlich der, dass man noch eine parallele Existenz vielleicht aufbauen möchte und einen Künstlernamen, das ja auch sowas in Richtung Pseudonym ist, sich anlegt. Würdest du sagen, dass es da auch Zwischenlösungen gibt? Selten sehr sinnvolle. Also mir fällt da jetzt kein wirklicher Anwendungsfall ein, außer jetzt vielleicht beim Künstlernamen so, aber das ist auch nicht sehr weit verbreitet, denke ich nicht. Wenn ich mich dann mit so einem Pseudonym anmelden möchte, sowas wie Bootsfrau 2000, worauf sollte ich dann da achten? Sehr gut ist es natürlich, wenn du als Bootsfrau 2000 tatsächlich meinetwegen einen Blog hast, bei dem es irgendwie in irgendeiner Form um Boote geht. Das heißt, es sollte passend zum Zweck gewählt sein. Außerdem sollte ein Pseudonym möglichst zeitlos sein. Und es empfiehlt sich bei Pseudonymen auch immer, die vorher zu googeln. A, um auszuschließen, dass es nicht in irgendeiner fremden Sprache irgendwas ganz Seltsames heißt, was ich nicht mit meiner Person verbinden möchte. Das passiert Autobauern ja manchmal, dass sie dann so Auto und irgendwelche seltsamen Fremdnamen geben und die dann in anderen Sprachen ganz was anderes heißen. Und es ist wichtig, tatsächlich das Pseudonym auf Verfügbarkeit auf den verschiedenen Plattformen zu prüfen. Dafür gibt es verschiedene Tools, mit denen man das machen kann, dass ich den Namen da eingebe und gucke, ist dieser Name überhaupt noch frei oder gibt es schon 25 andere Pseudonyme, also Menschen, die dieses Pseudonym ausgerechnet benutzen.